So, nun zu Günther de Bruijn. Und Günther de Bruijn ist ein ganz, wie ich finde, ein ganz ungewöhnlich zuverlässiger Autor. Und zwar zuverlässig in dem Sinn, dass er den unbefangenen Leser in eine Gegend, in Texte, in Personen, in Kulissen führen kann, die dem Leser vielleicht überhaupt nicht vertraut sind, die zwar in seiner Nähe sich befinden, wir sprechen hier von Brandenburg oder Berlin oder Frankfurt, und es in sehr eigenwilliger und eigentlich sehr überzeugender Weise gelingt, den unbefangenen Leser befangen zu machen, im besten Sinne, dass er nämlich sich dort gefangen und aufgehoben fühlt in etwas, was er noch nicht gekannt hat oder was er so noch nicht geschildert bekommen hat. Und das ist eine sehr große Fähigkeit. Es geht hier nicht um ein Spintisieren, um ein Ausdeuteln von etwas, sondern er geht ganz konkret auf die Orte und auf die Situationen ein, die ihm zuhanden sind oder die er für sich entdeckt hat. Und seine Entdeckung nun wiederum, die kann er auf eine ganz wunderbare Weise mitteilen. Also man wird sozusagen an der Hand genommen oder man bekommt einen Handlauf und begibt sich dann in Dinge, in Gegenden und Texte, die man nicht mehr verlieren möchte. Aber von der mir empfohlenen und wie ich finde schon sehr schön empfohlenen Auswahl werde ich zwei Texte nehmen und dann aus dem wunderbaren Lesebuch Als Poesie gut, das ich nur sehr empfehlen kann, das ist Schicksale aus Berliner Kunstepoche 1786 bis 1807, ein unglaublich reichhaltiges Buch über der Berliner, also der preußischen Kulturgeschichte, muss man sagen. Da werde ich noch zwei kurze Momente herausnehmen und dann hoffe ich, dass Ihnen der Autor, wobei ich annehme, dass er Ihnen natürlich schon vertraut ist, nochmal lebendig wird. Weil Vorlesen heißt ja lebendig machen. Wir können nur sprechen, wenn wir ausatmen. Und das ist sozusagen die Belebung eines Textes, ist, dass er ausgesprochen wird, dass er vorgetragen wird. In diesem Sinn habe ich immer Vorlesen verstanden. Ja, ich fange mal mit einem etwas trockenen Titel an. Das Trockene liegt, de Bruijn. Das zündet nämlich dann auch. Zum Lob der Denkmalpfleger. Gedanken über Denkmalpflege bewegten mich wohl erstmalig in Potsdam der Nachkriegsjahre und später in einem am Rande des Oderbruchs gelegenen Dorf. War es in Potsdam ein Transparent mit der Aufschrift »Weg mit diesen Überresten des Feudalismus«, das in den 50er Jahren zeitweilig wohl als Ankündigung des schon erwogenen Abrisses die Ruine des Stadtschlosses zierte, so in dem märkischen Dorf ein angehender Pfarrer, der jede Verantwortung für das, was er alten Plunder nannte, weit von sich wies. Ich war durch die Lektüre von Thanes, der 120 Jahre zuvor die dortige Dorfkirche ein Ohnegleichen genannt hatte, dorthin geraten und gefasst darauf, wenig nur vorzufinden. Denn in diesem Landstrich hatten die im April 45 dort tobenden Kämpfe alles weitgehend zerstört. Erstaunlicherweise hatte die Kirche das Inferno, wenn auch verletzt, überstanden. Der Chor war von einer Granate getroffen worden und man hatte ihn, um die Kirche wieder benutzen zu können, nach dem Krieg durch Aufmauerung abgetrennt. Jahrelang waren in dem amputierten Gebäude noch Gottesdienst gehalten worden. Dann hatten die immer weniger werdenden Kirchgänger sich in das Pfarrhaus zurückgezogen und das Gotteshaus sich selbst und dem ohnmächtigen Denkmalschutz überlassen, das heißt dem Verfall. Als sich Ende der 70er Jahre vor allem der Epitaphe wegen die Kirche von innen zu sehen begehrte, geriet ich, da die Pfarrstelle nicht mehr besetzt war, an einen im Pfarrhaus wohnenden jungen Theologen, der mein Entsetzen über die Verwüstungen und den Verfall im Innern mit Belehrungen erwiderte,
die ein seltsames Gemisch aus theologischen Weisheiten und sozialistischem Schulwissen darstellten und mich davon überzeugen sollten, dass ein Bauwerk, das Jahrhunderte hindurch der Unterdrückung des Volkes durch den Adel gedient und die unselige Verbindung von Thron und Altar gefestigt hatte, nicht erhaltenswert sei. Bevor nicht jedermann eine anständige Wohnung hätte, sei es sündhaft, für nutzloses Geld auszugeben. Ein Pfarrer habe seelsorgerische, nicht aber museale Aufgaben und die Zeit der Grafen, von denen es allerdings in diesem Dorf nie welche gegeben hatte, sei glücklicherweise endgültig vorbei. Die Denkmalfeindschaft des jungen Mannes, der übrigens, das muss ich hier sagen, um die Kirche nicht in Verruf zu bringen, aus dem Seelsorgedienst bald darauf wieder entlassen wurde, ist sicher weiter verbreitet, als man zu hören bekommt. Er sprach nur aus, was andere lediglich denken, wobei die Gründe dafür verschieden sein mögen. Jedenfalls gab und gibt es davon genug. Als Theodor Fontane im Jahre 1860 diese Ortschaft, es war Friedersdorf bei Seelow, besuchte, weil er in seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg darüber zu schreiben gedachte, war er entzückt von der Kirche, weil er das, was er hier suchte, auch fand. Als er 10 Jahre später die berühmten Kathedralen von Reims und Rouen besichtigte, lobte er zwar auch kurz ihre gotische Schönheit, war aber wortreich über die Leere in ihrem Innern entsetzt. Ihre Mängel, so schreibt er, liegen in dem, was moderne Architekten als die Abwesenheit von allem Störenden bezeichnen, eine Baumeisterphrase, gegen die ich einen wahren Hass habe. Weil sie nämlich, so schimpft er weiter, in Wahrheit besage, dass bei der letzten Restaurierung zwar Stilreinheit erzielt wurde, dafür aber Kahlheit und Langeweile vorherrschend seien. Die Baumeister würden, so meint er, wenn man ihnen freie Hand ließe, überall nach dem Motto handeln, dass die Toten tot seien und die Lebenden immer Recht hätten. Und er erklärt das Vorherrschen dieses Aufräumungsprinzips, typisch fontanisches Kompositum, erklärte das Vorherrschen dieses Aufräumungsprinzips mit dem Egoismus der Architekten und dem Mangel an historischem Sinn. Diese und ähnliche Klagen kommen bei ihm immer wieder. Ihm sind die Bau- und Inventarteile, die die verschiedenen Epochen anschaulich machen, wichtiger als ästhetische Reinheitsfragen. Und er steht damit gegen den herrschenden Kunstgeschmack seiner Zeit. Die Praxis der Restaurierung im 19. Jahrhundert war in den meisten Fällen auf Stileinheit gerichtet, wodurch An-, Um- und Einbauten aus späteren Zeiten häufig als unpassend erachtet wurden und vielfach verloren gingen. Liest man Fontanes wehmütig satirische Verse über den in Gründerzeiten zu Reichtum gekommenen, der ein Rittergut erstanden hatte und nun den Kirchenumbau, so der Titel, in die Wege leitet, sollte man bei den Beweggründen dieses Herrn Schulze nicht nur an die jederzeit wohlbekannten Nützlichkeitserwägungen denken, sondern auch dieses Aufräumungsprinzip in Rechnung stellen. Denn da die Leichensteine, der Ritter und Nonnen als Schwellen im Stallbau Verwendung finden und dann der Maurer auf seinen Hinweis, und denn Herr Schulze dicht über dem Altar noch sowas vergoldigt Katholisches war, Maria mit Kind, es war doch ein Jammer, die Antwort erhält, versteht sich, in die Rumpelkammer. In dieser stand das Vergoldigte dann lange, wenn es nicht Wurm zerfressen, zerfiel. Denn wenn man auch in Preußen auf Initiative Schinkels, der schon 1815 Maßnahmen zur Erhaltung aller Denkmäler und Altertümer beantragt und auch praktisch ergriffen hatte, dem hervorragenden Beispiel Frankreichs folgend, die Denkmalpflege zu einer Institution gemacht hatte, so war doch ihre praktische Wirkung von einigen Glanzpunkten abgesehen noch immer gering. Hier muss ich kurz einhalten, zur Erinnerung, was das bedeutet hat, dass Schinkel die Denkmalpflege in die Hand bekommen hat. Frankreich hat, was ziemlich einzigartig ist, ein riesiges Museum, in der die Denkmals erhaltenen großen Monumente im Maßstab 1:10 nachgebaut sind. Das Musée de Trocadéro, das ist also ein unglaublicher Ort, wo Sie sozusagen durch die ganze Kirchen- und Schlossgeschichte Frankreichs gehen können und dort dieselben
Bauwerke in im verkleinerten Maßstab nochmal besichtigen können, neben sehr vielen Zeichnungen. Also das war sozusagen das große Vorbild, die Monument historique in Frankreich, sollte man zumindest für Preußen dann auch mal geltend machen können. Das war die Idee. Ja, so ist es mit Ideen. Mehr als im Erhalten, Pflegen und Retten lag ihre Verdienste im Inventarisieren. Aber auch damit kann man so schnell nicht weit. Verglichen mit den Möglichkeiten der damaligen Konservatoren können unsere heutigen schwachen Behörden als allgegenwärtig, allwissend und mächtig gelten. 1843 war der Schinkelschüler Ferdinand von Quast als Konservator bestätigt worden, aber noch lange war seine Arbeit durch Gesetze nicht ausreichend geschützt. Nicht nur das Ausräumen und Umbauen der Kirchen war üblich, man riss auch mittelalterliche ab, um neugotisch an deren Stelle zu setzen. Und ehe man auch Barockes zu schätzen und zu schützen lernte, mussten noch Jahrzehnte vergehen. Da muss ich auch noch mal kurz einhaken. Es gibt in Berlin insgesamt 4 erhaltene große barocke Gebäude. Und es gibt ein unglaubliches Buch darüber, nämlich von einem Berliner Apotheker angefertigt, der in Ahnung dessen, dass der Berliner Barock sein Ende finden würde, zumindest von den damals noch vorhandenen Gebäuden Umrisspläne und Zeichnungen gemacht hat. Also Barock war für Berlin das Allerschlimmste. Und zwar schon seit Schinkels Zeiten, das muss man leider auch sagen. Auch der interessierte Laie von Tarne, der aber sachverständige Freunde hatte, war dem Zeitgeschmack unterworfen, so dass in den 60er Jahren das Barock eine Geschmacksverirrung nannte und alle Butterglocken, Zwiebel und Laternentürme gern dem Feuertod überliefert hätte. Doch stärker als diese Vorbehalte, die auf klassizistische und romantische Vorstellungen zurückgeführt werden können, war sein Sinn für Geschichte. Und das heißt auch sein Verständnis für ständigen Wandel, für den kontinuierlichen Prozess des Entstehens und Vergehens. Dass die Friedersdorfer Kirche trotz Laternenturm, Schweifhaube und barocker Innenausstattung Fontanes Entzücken erregte, hatte mit ihrer Fülle von Zeugnissen historischen Wandels zu tun. Der mittelalterliche Feldsteinbau, den die Jahrhunderte durch Außenputz, Fensterverbreiterung, Turmneubau und Gedenktafeln immer wieder verändert hatten, war das Gegenteil von dem, was die Stilpuristen sich erträumten. Aber er war lebendig. Ein historischer Organismus, der mit den Generationen gewachsen war. Er war Abbild dessen, was wir Geschichte nennen. Und seine Details hielten Erinnerungen an viele einzelne Menschen der Vergangenheit wach. An sie anknüpfend ließen sich Geschichten erzählen und danach hatte der Autor gesucht. Man könnte hier Fontanes Baumeister Schelte folgend vom Egoismus des Schriftstellers reden. Aber es war mehr als das, nämlich ein anderes Geschichtsverständnis und damit ein erweiterter Denkmalsbegriff. Während die Architekten, die einerseits durch ihre romantisch-vaterländische Begeisterung für das Mittelalter die Denkmalpflege erst ins Leben gerufen hatten, andererseits aber die Dome auf ihre oft fiktiven Ursprünge zurückgebaut oder sie um Fehlendes ergänzt hatten und uns damit so beeindruckende Bauten wie den Kölner Dom, die Marienburg, die Wartburg oder die Klosterkirche in Jericho hinterließen, während diese also vorwiegend ästhetisch urteilten, nur auf Kunstwert aus waren, setzte Fontane mehr auf den historischen Wert. Natürlich fällte auch er ästhetisch Urteile, scharfe zuweilen, über die Malereien und die Bauten des Soldatenkönigs zum Beispiel. Aber es kam ihm nie in den Sinn, etwas Aussagekräftiges, Altes, weniger schutzbedürftig zu finden, weil es nicht stilrein oder künstlerisch nicht bedeutend war. Aus der Verantwortung heraus, Überkommenes zu erhalten, fühlt er sich also zum Frontmachen gegen beide Seiten verpflichtet. Gegen die historistischen Baumeister, die eigentlich ahistorisch nur punktuell ein bestimmtes ästhetisches als Kriterium gelten lassen. Und gegen die neureichen Schulzes und Müllers, die alte Grabsteine höchstens als Baumaterial schätzen. Und die heute anstelle eines Fachwerkhauses in günstiger Lage lieber ein kunststoffplattenverkleidetes Kaufhaus sehen. Sein dritter Gegner, aber vielleicht sein stärkster, war die Gleichgültigkeit und Unwissenheit der Menge, die den damals noch massenhaft vorkommenden Abriss von Stadtmauern und Toren
Dorfkirchen und verkehrsbehindernden Gassen in Ordnung fand oder doch klaglos geschehen ließ. Gegen solch Unwissen sind, könnte man sagen, Fontanes Wanderungsbücher gerichtet. Scheint er dem Leser doch bei jeder Entdeckung zu sagen, seht doch endlich, was ihr hier Kostbares habt. Und seine Bemühungen hatten wohl Wirkung. Während sein Aufruf zur Rettung von Schnitzaltären nur geringen Widerhall finden konnte, erlebten die Wanderungen eine Auflage nach der anderen. Doch heutzutage sind ständig mehrere Ausgaben davon auf dem Markt. Anderthalb Jahrhunderte sind seit den Jahren vergangen, in denen Fontane, teilweise auch in seinen Romanen, die Leser in dieser Hinsicht zu sensibilisieren versuchte. Der Denkmalsgedanke hat auch auf staatlicher Ebene an Terrain inzwischen gewonnen. Die Schar seiner Verhinderer aber bleibt sich in seiner Zusammensetzung ungefähr gleich. Zwar bauen die Baumeister von heute keine neogotischen Kirchen, das ist noch zu fragen, und begleiten im Allgemeinen auch nicht die Posten der Konservatoren, aber das, was Fontane ihren Egoismus nannte, ist manchen von ihnen, die man als Neubaufetischisten bezeichnen könnte, geblieben. Und er kommt den Absichten des Geschäftsmannes, der sein Kaufhaus am Markt gern über die Kirchturmhöhe hinausgebaut hätte, entgegen. Und die Menge der, die sich mehr für die Billigangebote der Kaufhausketten als die Verschandelung und Geschichtslosmachung ihrer Stadt interessieren, ist nach wie vor groß. Das hat sich Gott sei Dank ein bisschen gewandelt, muss man sagen. Eines freilich hat sich grundlegend verändert. Nicht mehr dem Auftrag eines kunst- und geschichtsliebenden Königs, wie in Preußen in Friedrich Wilhelm IV. Hatte, hat die Denkmalbehörde ihre Existenz zu verdanken, sondern einem demokratisch-parlamentarischen Staat. Nicht die Güte oder auch Willkür eines Monarchen ist also entscheidend, sondern das Verantwortungsbewusstsein und die Fachkenntnis eines gewählten Repräsentanten, der aber theoretisch betrachtet nur das ausführen sollte, was die Wählerschaft will. In der Praxis aber wirkt glücklicherweise die Wählergunst nicht so unvermittelt. Würden Abriss oder Erhaltung denkmalgeschützter Bauten durch Abstimmung entschieden, könnte das für die Denkmalpflege das Ende bedeuten. Und ein Politiker, der Denkmalerhaltung anstelle von Wohlstand verspräche, hätte bei Wahlen kaum Erfolg. Denn immer wenn die Interessen der Denkmalpflege denen der Wirtschaft zuwiderlaufen, entschieden die Wähler in ihrer Masse vermutlich für den Vorteil des Augenblicks. Jedenfalls lehrt die Erfahrung, dass Bürgerinitiativen, die für die Denkmäler tätig werden, immer nur eine Minderheit repräsentieren und dass verantwortungsbewusste Denkmalpfleger, die gegen falsche Entscheidungen der Politik oder der Wirtschaft Widerstand leisten, häufig alleine stehen. Zugleich nach oben und unten fechten, stehen sie oft vor der Alternative, entweder zum Verräter an ihren Prinzipien oder zum tragischen Helden zu werden, der im Kampf gegen ein kulturloses Denken, das sich als effizient bezeichnet, selten gewinnt. Dazu ist zu sagen, also man könnte dieses Problem, das Dilemma, das de Bruyne hier sehr genau beschreibt, noch verschärfen, dahingehend, dass in letzter Instanz die Denkmalpflege immer außer Kraft gesetzt wird. Also es ist leider so, dass es eben die Verankerung eines bestimmten Erhalts, historischen Erhalts, in einer sowas wie in einer Verfassung oder in einem im Bewusstsein vielleicht ja, aber nicht sozusagen als juristisch gültiges Exempel nicht gelungen ist. Und das ist natürlich ein grundsätzliches Dilemma, das hier aufgeführt wird, aber vor dem ja bei jedem neuen Fund oder bei jedem neuen Umbau, und Berlin ist zurzeit also sozusagen das Schlachtfeld genau von solchen Problemen, damit konfrontiert sind. Will man hier Hilfe leisten, muss man die Sisyphusarbeit der Aufklärung auf sich nehmen, jedem Misserfolg mit einem Trotzdem begegnen und die Hoffnung nicht sinken lassen, dass irgendwann später jeder Politiker Wahlschlappen erleidet. Ja, toller Satz. Der erhaltenswerte Vergangenheitsschätze ans Geld oder einen Augenblicksvorteil verrät. In einer Zeit, in der das Zauberwort Arbeitsplätze jedem Frevel Rechtfertigung liefert, muss daran erinnert werden, dass es neben den dringenden sozialen Problemen auch dringende kulturelle zu lösen gilt. So, das ist sozusagen die
Im Wesentlichen, dies ist die These von de Bruyne. Die Vision, die uns schrecken sollte, ist die einer Gesellschaft, die von nichts weiß als vom Augenblick nutzen, die sich also um Vergangenheit und Zukunft nicht schert. Der Historiker Jakob Burckhardt, ein Zeitgenosse von Tarnes, der mit ziemlicher Skepsis aufs Nächste, also auf das 20. Jahrhundert blickte, hat einmal von der drohenden Barbarei der Geschichtslosigkeit gesprochen und damit einen Zustand von geringem kulturellen Niveau gemeint. Nur Barbaren, so meint er, geben sich mit dem gerade vorhandenen zufrieden und fragen nicht nach dem Gestern und Morgen, nicht nach dem Woher und Wohin. Denn alle Kultur ist auf Geschichte gegründet und Kulturlosigkeit heißt, davon nichts wissen zu wollen, was wiederum auch bedeutet, über das eigene Werden im Unklaren zu sein. Ein Bauwerk, dessen Lebenszeit länger schon währt als die der ältesten unter uns lebenden Generationen, macht uns durch Anschauung vertraut mit Geschichte. Es erweitert den Blick in die zeitliche Ferne und es rückt uns, da wir es sehen und anfassen, also begreifen können, die Vergangenheit nahe. Da es Teil der Entwicklung ist, der wir unser Sein und Wesen verdanken, können wir es als uns zugehörig empfinden und aus ihm nicht nur Erkenntnis gewinnen, sondern ihm auch als Bestandteil des uns Vertrauten in Dörfern und Städten Gefühle entgegenbringen, die wohl hauptsächlich damit zusammenhängen, dass in ihm etwas zu finden ist, was unserer Zeit fehlt. Um Zeuge von Aufbau und Abriss ein und desselben Gebäudes zu werden, ist heute das Erreichen eines biblischen Alters nicht mehr vonnöten. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit ist so schwindelerregend geworden, dass dauerhaft einzig der Wechsel erscheint. Gewöhnung bedeutet, Veränderung als normal zu empfinden. Der Gegenstand, den wir gestern noch in Gebrauch hatten, ist heute schon ins Museum gewandert. Das ist in der Jugend gelernt, über dem Alter nicht Weisheit, sondern veraltetes Wissen. Statt Solidität wird Dynamik gefordert. Dauerhaftigkeit wird als Illusion empfunden. Täglich werden uns Umwälzungen, oft katastrophale, aus der kleiner gewordenen Welt gemeldet. Alles ist unbeständig und unsicher geworden. Umso mehr brauchen und lieben wir das Beständige, das uns Überkommene, das schon länger als unsere Moden und unsere Verbrauchszyklen dauert und das aus der Flüchtigkeit unserer Wegwerfwelt widersteht. Dass wir das Alte lieben und brauchen, hängt auch damit zusammen, dass die moderne Welt mit ihren übermenschlichen technischen Kräften, deren Wirkungsweise nur noch Spezialisten begreifen, mit ihren Verkehrsströmen und ihren riesenhaften Bank- und Bürogebäuden, vor denen die Menschen kleiner und unbedeutender werden, vor allem Effizienz und Gewinn auf ihre Fahnen geschrieben haben. Dabei wird sie nicht nur unwirtlicher und kälter, sondern in ihrem Glas und Beton auch gleichförmiger. Wenn die Städte nicht ihre historischen Kerne hätten, würden sie sich wie ein Ei dem anderen gleichen. Sie würden Persönlichkeit und Gesicht verlieren und man könnte sich in ihnen so wenig zu Hause fühlen, wie es auf Flugplatzanlagen möglich ist. So wie verwahrloste Orte die Verwahrlosung ihrer Einwohner fördern, so erschweren Geschichtslose das Heimischwerden. Die Erhaltung von alten Häusern mit menschlichen Maßen oder von alten Siedlungsanlagen ist also Erhaltung von Menschlichkeit. Die vielen Betroffenen, die das heute noch nicht begreifen, lassen ein Aufklärungsdefizit erkennen, das auch Denkmalspädagogik erforderlich macht. Schönheit zu sehen, muss man erlernen. Und das Besondere kann nur erkennen, der etwas vom Allgemeinen weiß. Oft werden Denkmäler von den Einheimischen erst wahrgenommen, wenn Touristen kommen, um sie zu bestaunen. Dann schätzt man sie anfangs, weil sie Geld in den Ort bringen. Schließlich aber macht man das Rühmen der Fremden zum eigenen und es kommt zum Berechnen so etwas wie Stolz hinzu. Ihren Wert für andere begreifend, werden die Kostbarkeiten auch für die Anwohner bedeutend. Kulturelle Identitätsfindung kann auch über Vorteilsberechnung gehen. Man muss einen solchen Weg zur besseren Einsicht nicht als egoistisch oder gewinnsüchtig diffamieren. Man kann in ihm auch die Durchsetzung berechtigter Forderungen der Gegenwart sehen.
Bedenken aber sollte man, dass sich die Begründung von Denkmalserhaltung niemals mit Hinweisen auf wirtschaftliche Vorteile oder auch auf Lebensqualitäten erschöpft. Um dieser Kulturaufgabe gerecht zu werden, müssen auch andere als auf gegenwärtige Nutzen zielende Gründe berücksichtigt werden, die einer auf materiellen Wohlstand orientierten Gesellschaft nicht so eingängig sind. Ich meine damit so Unzeitgemäßes wie Pflicht, Ehrfurcht, Verantwortung oder auch, man verzeihe das altmodische Wort, Pietät. Sollten diese in Zahlen nicht fassbaren Werte, die heute nur noch selten vermittelt werden, tatsächlich im Sterben liegen, kämen wir einer hochtechnisierten Barbarei näher und mehr müsste dann zu Grabe getragen werden als nur der Denkmalschutz. Das von zur Einleitung von De Bruyne. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne aus diesem wunderbaren Lesebuch als Poesie gut Ihnen einen kleinen, wenn ich es auf die Schnelle finde wieder, Moment. Ah ja, hier. Eine Konkretion dessen geben, was er hier allgemein ausführt. Es ist ein kleiner Aufsatz über die Marienburg, beziehungsweise über den Beginn der Konflikt, in dem sozusagen das Bewusstsein für historische Monumente mit dem Anbruch der neuen Zeit verbunden war. Das heißt, dass die neue Zeit eigentlich das Historische so nicht wollte. Das Andenken der Väter im Freimütigen. Berlinische Zeitung für gebildete, unbefangene Leser. Ein wunderbarer Titel für eine Zeitung. Also für gebildete, unbefangene Leser. Großartig. Also die Freimütigen, so hieß diese Zeitung, bekannt durch mehr oder weniger hämische Angriffe auf Tieck, die Brüder Schlegel und Goethe, erschien am 26. August 1803 ein Artikel, der ganz im Sinne der romantischen Bewegung die Zerstörung eines historischen Bauwerks anprangerte und zu den Bemühungen seiner Haltung den Auftakt gab. Obwohl keineswegs glänzend geschrieben, fand er starke Beachtung, weil er einen Gesinnungswandel in Worte fasste, den Tieck und Wackenroder mit der Wiederentdeckung der altdeutschen Kunst in Franken angestoßen hatten und der sich nun mit dem Wechsel der Generationen in die gebildeten Schichten vollzog. Mit der Abkehr vom rationalistischen Nützlichkeitsdenken der friderizianischen Epoche wuchs die Ehrfurcht vor den Überresten vergangener Zeiten und mit ihr der Wille zum Denkmalschutz. Das Preußen des 18. Jahrhunderts kannte dergleichen Sentimentalitäten nicht. Friedrich Wilhelm I. hatte, um Baumaterial für seine Siedlungstätigkeit zu gewinnen, die romanische Marienkirche auf dem Harlunger Berg bei Brandenburg und mit dem besten Gewissen der Welt abreißen lassen. Paläste, die nicht mehr gebraucht wurden, machte man zu Fabriken. Nikolai, der Repräsentant solchen Denkens, hatte für das Interesse an altdeutscher Literatur oder das Sammeln von Volksliedern nur Hohn und Spott übrig. Und auch mit dem Bauwerk, von dem der Artikel handelt, der Freimütigen, handelte, war man allmählich pietätlos umgegangen, mit der Marienburg an der Nograt, nämlich dem ehemaligen Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens, einem gewaltigen und einzigartigen Denkmal mittelalterlicher Backsteingotik, das nach der Auflösung des Ordensstaates polnische Provinzverwaltungen beherbergt und den Besuch polnischer Könige empfangen hatte, bis es 1772 mit der ersten polnischen Teilung an den Staat Friedrichs des Großen gefallen war. Nach zweckmäßigen Umbauten und der Entfernung vieler überflüssiger Zierate, die zu Aufschüttungen verwendet wurden, hatte man den Bau erst als Kaserne, dann zur Aufstellung von Webstühlen und schließlich als Korn- und Mehlmagazin genutzt. Beim Umbau zum Magazin hatte der Oberbauer David Gilly geplant, das sogenannte Hochschloss ganz abzureißen und durch einen Zweckbau zu ersetzen. Doch war das Vorhaben an den hohen Kosten gescheitert, sodass der Umbau von 1801 dann weniger barbarisch ausgefallen war. Ich muss Ihnen gestehen, wenn man das liest, wird es einem ganz schlecht. Also mit welcher Impulsivität da zu Werke gegangen wurde, das ist schon gewaltig.
Anders als der auf Nutzbauten des platten Landes spezialisierte Oberbaurat hatte sein Sohn Friedrich Gilly auf das mittelalterliche Bauwerk reagiert. Und jetzt kommt eine wunderbare Vater-Sohn-Geschichte ins Spiel. 1794 hatte der 22-Jährige seinen Vater auf eine Dienstreise zur Marienburg begleitet, hatte sie schön gefunden und sie in Zeichnungen festgehalten. Sie kennen die Zeichnung von Gilly, das ist ein Wunder für sich. Während ihre Zerstörung unter Anleitung seines Vaters weitergegangen war. Bei dieser bei jungen Leuten eintretende Anschauungswechsel zeigte sich dann auch öffentlich, als 1775 in der Akademieausstellung der Zyklus von 10 Marienburg-Zeichnungen des jüngeren Gilly starke Beachtung fand. Der Text, mit dem er sein Werk erklärte, preist den wirklich großen, einfachen Stil und die kolossalen, kühnen Strukturen des Bauwerks, nennt es ein wichtiges Denkmal für den Antiquar und für die vaterländischen Begebenheiten, rügt die Unvorsichtigkeiten der Aufräumungen, also Aufräumen ist ein wunderbarer Ausdruck für Abriss, und macht darauf aufmerksam, wie leicht ein Denkmal dieser Art ganz vertilgt werden kann. Doch gingen die Abrisse und Umbauten, das Einschlagen der Gewölbe und das Herausreißen noch brauchbarer Steine weiter, bis 1803 im Freimütigen der oben genannte Artikel unter dem Titel »Ein Beispiel von der Zerstörungssucht in Preußen« erschien. Darin heißt es, dass unter allen Überbleibseln gotischer Baukunst in Preußen die Marienburg oben anstünde, diese nun aber ausgeweidet würde, sodass nur noch die Seitenwände stehen blieben, eine Entheiligung des Bauwerks, wie der Verfasser meint. Die Kosten dieser Zerstörung, so heißt es weiter, würden wahrscheinlich die eines Magazinneubaus aufwiegen. Doch auch wenn dies nicht so wäre, wenn niemand darin wohnen, wenn kein Gericht oder dergleichen sich darin versammeln könnte, so müsste man doch das Andenken der Väter ehren und nicht verwüsten. Noch gäbe es, wenn man jetzt innehielte mit der Zerstörung, etwas zu retten, noch stünden der Rittersaal und die Kirche. Wollen vielleicht nur die Baumeister das so einträgliche Geschäft nicht aufgeben? Und der Artikel schließt mit den Worten, wer retten will und kann, der rette bald, denn Eile sei nötig, sonst sei bald nichts mehr zu retten da. Der Autor dieser Mahnung, Ferdinand von Schenkendorf, der sich später aus Begeisterung für Schillers Piccolomini den Vornamen Max geben sollte, wunderbar, wie man aus Stücken den Namen bezieht, war noch einige Jahre jünger als Tieck und Wackenroder, zur Zeit dieses Artikels erst 19 Jahre alt. Geboren war er in Tilsit, hatte sich früh für romantische Dichtung und vaterländische Geschichte begeistert und studierte jetzt in Königsberg Jura. Bekannt wurde er später vor allem als Dichter der Befreiungskriege. Sein Lied »Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfreut« wurde auch noch im 20. Jahrhundert gesungen und sein Lob der Muttersprache, Muttersprache, Mutterlaut, wie es so wonnesam, so traut, wurde lange und fast jedem Grundschüler auswendig gelernt. Dass sein Artikel über die preußische Zerstörungssucht so stark beachtet wurde, hing möglicherweise auch mit dem Zufall zusammen, dass die Abkürzung FVSCH, mit der er ihn unterzeichnet hatte, für die eines höheren Regierungsbeamten gehalten wurde, also ein Fondchen von Potsdam, wenn Sie so wollen. Vor allem aber wohl damit, dass Friedrich Gilly mit seinen Zeichnungen, die inzwischen auch von dem Radierer und Kupferstecher Friedrich Frick in druckgrafischer Vervielfältigung herausgegeben worden waren, dem Aufruf schon vorgearbeitet hatte, sodass eine Sensibilisierung in dieser Hinsicht schon vorhanden war. Also das finde ich ein fantastisches Beispiel, ganz konkret an Vatersohn, an einem Objekt. Schenkendorfs Text hatte zur Folge, dass auf Anordnung des Oberpräsidenten von Ost- und Westpreußen, Friedrich von Schrötter, der später zu den führenden Köpfen der Reformbewegung gehören sollte, die Abrissarbeiten eingestellt wurden und Friedrich Wilhelm III. 1804 die Erhaltung des Denkmals befahl. Also das ist auch Denkmalpflege, der Befehl. Dies war der Beginn der Denkmalpflege in Preußen, die Gillys Schüler Schinkel, wir haben es eben gehört, entscheidend befördern sollte.
sodass wiederum dessen Schüler Ferdinand von Quast 1848 zum ersten Landeskonservator ernannt werden konnte. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch war nun mit der Wiederherstellung der Marienburg beschäftigt, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Also wunderbarer Prozess. Neben bildenden Künstlern war daran auch immer wieder Autoren beteiligt, wie Eichendorff beispielsweise, der 1844 ein ganzes Buch über die Geschichte und die Wiederherstellung der Marienburg schrieb. Für ihn war die Erhaltung bedeutender Denkmäler ihrer Schönheit und ihrer patriotischen Wirkung wegen schon zur selbstverständlichen Pflicht geworden. Nicht nur sogenannte Kenner und vorwitzige Touristen sollten nach seiner Meinung die Marienburg besuchen. Alles Volk sollte vielmehr zu ihr pilgern, um sich an der Schönheit der Formen zu erbauen und dabei unbewusst etwas von der Würde in sich aufnehmen, die dem Bau innewohnt. Also das dieses schöne Blatt von de Bruyne über die Marienburg und über den, also sozusagen eigentlich ist es sowas wie die Geburtsstunde der Denkmalpflege vor ihrer offiziellen Instaurierung. Ja. Nun würde ich gerne ein aus Liebeserklärung an eine Landschaft abseits aus dem schönen Buch von de Bruyne. Das ist dieses Buch. Da klingelt ein Telefon. Das ist auch ein Buch bei de Bruyne. De Bruyne ist ein Meister der kleinen Form. Das muss man einmal sagen. Also, der auf 4, 5, 9, 10 Seiten immer kurze Begegnungen, Porträts, Situationen, Impressionen, immer sehr stark historisch und sehr mit sehr starken historischen Details anzureichern versteht. Und damit auch ein sofort hineinzieht, in, also ein Interesse im besten Sinne weckt und dann eben auch in unbekannte Dinge führt. Ja, und das ist nun es ist eigentlich sozusagen sein Wiedereintritt in ein zweites Leben, kann man sagen, das er hier beschreibt. Von Bedürfnissen und Wünschen. Wenn ich zu schnell lese, müssen Sie mir das sagen. Dann müssen Sie die Hand heben und sagen, das geht nicht. Bitte nicht so schnell, sondern es ist halt, diese Prosa hat einen eigenen Fluss. Und dem versuche ich gerecht zu werden. Also manchmal reißt es mich einfach hin. Das kann natürlich auch sein. Das passiert ja. Von Bedürfnissen und Wünschen. Dass es oft nur eines Schrittes bedarf, um aus einem der sprichwörtlichen Merkmale der Mark, dem Sand, in ein anderes, den Sumpf, zu geraten, ist hier oft zu erleben, in einem schmalen Plateaueinschnitt beispielsweise, in dem ein dünnes Rinnsal, ohne ein Dorf zu berühren, 4 verlandende Seen und mehrere Wiesen, die offensichtlich vor Zeiten mal Seen waren, miteinander verbindet, um schließlich nach einem Lauf in etwa 15 Kilometern zwischen Mannshohem Schilf und Erlenbüschen versteckt in die Spree zu fließen, die, wie gesagt, die Hochfläche im Süden und Osten begrenzt. Obwohl das Rinnsal, das eigentlich ein Bach ist, anderswo Fließ heißen würde, hier aber Graben, genauer Blabbergraben genannt wird, im Sommer austrocknet, sollte man bei seiner Erkundung doch mit nassen Füßen rechnen, denn seines schwachen Gefälles wegen bleiben in seinem Bett und in dessen Nähe auch in heißesten Wochen Tümpel und sumpfige Stellen zurück. Aber nicht nur ihret, sondern auch des Sandes wegen sollte man hier auf die Benutzung eines für gepflasterte Straßen bestimmten Fahrzeuges verzichten, weil die Feld- und Waldwege, die zu jeder Jahreszeit andere Tücken haben, zum Verirren einladen und oft, da Autos im Wald nichts zu suchen haben, durch Schranken, die nur von Schlüsselbesitzern geöffnet werden können, unpassierbar gemacht worden sind. Hier war es, wo meine Liebe zu dieser Gegend erwachte und zu einer beständigen wurde, weil sie meines fortgeschrittenen Alters wegen den Wechsel jugendlicher Entwicklungsstadien nicht mehr unterworfen war.
Als einer Liebe auf den ersten Blick misstraute ich ihr, aus Erfahrung. Und doch hatte sie, wie mir heute scheint, von vornherein den Charakter der Dauer an sich, zumindest aber die Gewissheit, die Letzte zu sein. So fraglich es war, ob sich der Wunsch, hier heimisch zu werden, verwirklichen ließe, so sicher war, dass er nicht mehr vergehen würde, ob er nun erfüllt werden konnte oder nicht. Die Gewissheit, die ich da plötzlich für mich bestimmt war, ich hatte ihn zufällig gefunden, diesen Ort, ohne nach ihm gesucht zu haben. Und obwohl die Verführung, die von ihm ausging, zum Teil auf einem Irrtum beruhte, hielt er alles, was er auf den ersten Blick zu versprechen schien. Der Irrtum, der in der Vorstellung bestanden hatte, dieser Ort sei nun ein völlig vergessener und läge fernab aller menschlichen Siedlung, war dadurch entstanden, dass ich auf einem dreistündigen Waldspaziergang, den ich mit einigen Freunden unternommen hatte, kein Dorf berührt hatte und keinem Menschen begegnet war. Auch irrte ich mich, weil mir hier jede Erfahrung fehlte, bei der Datierung dessen, was Historiker Wüstung nennen. Denn als ich Haus und Garten erstmalig erblickte, schienen sie mir schon seit Jahrzehnten verlassen und da zwischen den Asche- und Abfallhaufen, die wir beim Nähertreten umgehen mussten, ein verrosteter Stahlhelm Aufmerksamkeit erregte, bot sich das Jahr 1945 als möglicher Zeitpunkt für die Aufgabe der einsamen Behausung an. Verschätzt hatte ich mich damit um fast 22 Jahre. Denn wie ich später erfahren konnte, war die letzte Bewohnerin der Ruine erst ein Vierteljahr tot. Also er spricht vom Jahr 67. Ein kärgliches Leben, bestimmt keine Idylle, war hier kürzlich zu Ende gegangen und da des Sandes und der Trockenheit wegen die Naturkräfte zu dürftig waren, um die traurigen Reste mit frischem Grün bedecken zu können, hatte Ärmlichkeit auch im Verfall noch den Charakter als solche bewahrt. Schön war es also nicht, was mich hier auf den ersten Blick entflammte. Der Funke kam auch nicht aus diesen traurigen Resten, er kam, wie ich heute weiß, aus mir selbst. Die Verlassenheit dieses Ortes erweckte in mir eine Sehnsucht, die nichts oder nur wenig von romantischen Waldeinsamkeitsgefühlen hatte und deshalb vielleicht mit dem Ausdruck Bedürfnis genauer bezeichnet ist. Es war das schon lange vorhandene, aber nur in depressiven Momenten eingestandene Bedürfnis, mich von der Welt abzusondern, um allen, was mich an ihr bedrückte, aus dem Wege zu gehen. Es war die DDR-Welt der 60er Jahre, die ich manchmal nicht mehr ertragen zu können meinte, und zwar nicht, weil sie restriktiver oder mir gefährlicher geworden wäre. Beides war in den 40er und 50er Jahren viel mehr der Fall gewesen, sondern weil der Platz, den ich in ihr einnahm, ein selbstzerstörerischer war. Hätte mich meine Neigung vielleicht in ein Labor, eine Arztpraxis oder ein Forsthaus getrieben, wo befriedigende Arbeit nicht mit Selbstaussage verbunden sein musste, wäre auch mir möglicherweise erlaubt gewesen, ein selbstzufriedenes Dasein in den eng gezogenen Grenzen zu leben, wie ich es damals an anderen manchmal beobachten konnte und nach dem Ende der DDR wieder und wieder verwundert von vielen Leuten erfuhr. Mich aber, einen auf Literatur Versessenen, hatte mein pädagogisch angehauchter Hang zum Schreiben und, nicht zu vergessen, mein Ehrgeiz, in der Welt der Literatur etwas zu gelten, nach ersten Veröffentlichungen in eine Rolle getrieben, die auszufüllen mir in dem Maße schwerer fallen musste, indem die Zahl meiner Leser wuchs. Da ich zwar nie mit den Parteiwölfen geheult, sondern in meine Ecke geschwiegen hatte, mein Schweigen aber auch als Zustimmung gedeutet werden konnte, war ich relativ leicht in die schreibende Zunft eingereiht worden, hatte unter dem Etikett eines politisch Unbedarften, dessen ideologisches Manko sich noch würde auffüllen lassen, erste Erfolge errungen, denen aber, was die Freude über sie dämpfen musste, eine Kompromissbereitschaft der Zensur gegenüber vorausgegangen war.
Da Öffentlichkeitserfolge nicht befriedigen, sondern anstacheln, ging das Bemühen, mir als Autor mit kritischer Sicht einen Namen zu machen, weiter, bis der sogenannte Durchbruch erreicht war, der sich damals kurioserweise durch die Beachtung auch im feindlichen deutschen Westen bewies. Damit aber war auch die Verantwortung der Öffentlichkeit gegenüber gewachsen, sodass Schweigen auch deshalb nicht mehr genügte, weil ich dem Staat, den ich nicht mochte, als Beweis seiner Freizügigkeit diente. Auch ein parteiloser, nichtsozialistischer Autor mit kritischer Sicht, so etwa hieß es, wird nicht nur geduldet, sondern hat auch Erfolg. Nur offener Widerstand hätte dagegen geholfen, der aber hätte bedeutet, früher oder später den Freunden, die den Weg nach Westen gewählt hatten, zu folgen. Doch diesen Schritt wollte ich aus wechselnden persönlichen Gründen, zu denen nicht zuletzt auch meine Bodenhaftung gehörte, nur im äußersten Notfall tun. Der bequemste Weg, den mir viele schon vorgemacht hatten, wäre gewesen, das staatliche Reglement zum eigenen zu machen, um unter der Reglementierung nicht mehr leiden zu müssen, mich also bekehren zu lassen, um die völlige Anpassung reinen Gewissens vollziehen zu können. Aber dieser Weg war mir versagt. Die Bedürfnisse, die sich damals, es war im Jahr 1968, beim Anblick der Ruinen im Walde regten, könnte man auch Fluchtwünsche nennen, die schon immer in mir gelauert und die nie entschiedene Frage nach dem wechselnden Westen immer wieder aufgeworfen hatten, nun aber plötzlich ein näheres Ziel hatten, das mir, wie ich heute weiß, fälschlicherweise als eine Art Kompromisslösung erschien. Diese nicht weit vom vertrauten Berlin entfernte, aber schwer erreichbare Einöde in einer nicht weniger vertrauten Landschaft konnte ein Asyl für mich werden. Ein Exil ohne schwierigen Wechsel. Eine Flucht ohne Heimatverlust. Selbstverständlich waren das Illusionen, an die ich sozusagen aus Notwehr glaubte. Und sie erwiesen sich auch recht bald als solche und nicht erst 25 Jahre später, als ich genaue Wegbeschreibungen und Gebäudegrundrisse in meiner Stasi-Akte fand. Damals aber, als mir diese von der Natur bedrängten, aber von ihr noch nicht eroberten Ruinen zum ersten Mal vor Augen kamen, waren die Illusionen in mir so kräftig, dass es mir vorkam, als hätte ich die Existenz dieser Fluchtburg schon immer geahnt. Noch nie war ich hier gewesen und doch spürte ich eine Wiedersehensfreude, die so etwas wie Erinnerung an oft wiederholte Träume war. Verständlicherweise erregte meine Begeisterung bei den Freunden Befremden. Sie sahen nur Müll und Verfall, spürten nichts von der schönen Melancholie der sich langsam in Wildnis verwandelnden Trümmer und lehnten den Vorschlag einer genaueren Untersuchung entschieden ab. Sie waren müde und drängten heimwärts, ließen sich dann aber doch erweichen, in gehöriger Entfernung ein wenig zu rasten, während ich, nur begleitet von Mücken, Bremsen und vielen Arten von Fliegen, erstmals den Fuß auf den trockenen Sandboden setzte, dem ich seither verbunden bin. Der Geländeeinschnitt, dem unser Spaziergang gefolgt war, hat hier eine so schmalen Stellen, wo der Luftlinienabstand zwischen den beiden das Tal begrenzenden Höhen nur etwa 200 Meter beträgt. Die Höhe, von der aus wir das Anwesen hinuntersahen, war mit Kiefern überstanden. Der Sandhang, an dessen Fuß die Rückwand des Stallgebäudes von Büschen bedrängt wurde, erinnerte an eine Düne, an dessen Rändern sich Moos und einige trockene Gräser mühsam am Leben erhielten. Das graugrüne Moos knisterte, wenn man darüber ging. Auf dem hinabführenden Weg hatten Feldsteine und zutage tretende Kiefernwurzeln kleine Stufen entstehen lassen und der Regen hatte zwischen ihnen Rinnen gespült. Vom Fuße des Steilhangs bis an den Graben senkte sich das Terrain nur noch allmählich und stieg hinter ihm bald wieder steil an. Damals wie heute war der Graben flankiert von Erlen und Haselnussbüschen. Den damals noch bewirtschafteten schmalen Wiesenstreifen dahinter haben aber längst schon die Erlen erobert und auf dem Hang hinter dem Graben, wo eine Süßkirschenplantage damals schon einen Unterbau von Kiefersämlingen hatte, steht heute ein Hochwald, an dessen Rändern noch einige Kirschbäume am Leben sind. Während die Freunde auf der Flucht vor den artenreichen Insektenschwärmen über die morsche Fußgängerbrücke die jenseitige Höhe erklommen
um auf der sich hier öffnenden Heide zwischen Ginster und vereinzelten Birken zu rasten, versuchte ich, meine freudige Erregung zu dämpfen und das lädierte Anwesen mit möglichst nüchternen Augen zu sehen. Der verwilderte Garten reichte bis an den Graben. Von dem Holzzaun, der ihn umgeben hatte, waren nur noch vermorschte Reste vorhanden. Die kleinen brachliegenden Äcker, die rechts und links von ihm lagen, endeten auf der einen Seite an einer Wildnis von Erlen und Weiden, auf der anderen an einer gelbgrauen Düne mit Flecken von türkisgrünen trockenen Moos. Ein alter Birnbaum war mit einem Busch Wildrosen verwachsen, dessen Triebe bis ihm in die Krone reichten. Von Apfelbäumen waren einige verwildert, von anderen standen nur noch traurige Stümpfe. Am Boden bewährten sich Quecken, wilde Stiefmütterchen und Natternköpfe als Hungerkünstler. Schlehenhecken trieben ihre Wurzelausläufer bis in die Nähe des Hauses, wo stachelige Pflaumenbüsche ihnen im Kampf um die Reste von Feuchtigkeit Konkurrenz machten. Und nur in Grabennähe fanden anspruchsvollere Pflanzen wie Disteln und Brennnesseln Nahrung und gaben dem Garten einen Abschluss von frischem Grün. Das Stallgebäude mit Feldsteinwänden, zwischen denen die Trümmer des Daches lagen, hatte nur Raum für zwei Kühe und einige Schweine geboten. Die Viehketten hingen noch in ihren eisernen Ringen, russische und deutsche Stahlhelme, die dem Geflügel als Futternapf gedient hatten, waren an den Rändern von Rost zerfressen. Die wackelige Scheune, die man nachlässig aus Schalbrettern angebaut hatte, drohte in sich zusammenzufallen, hatte aber ihr Pappdach noch. Auf den in ihr stehenden Pferdeschlitten, das Kartoffelklapper und der Dreschmaschine waren Plünderer, die auf der Suche nach vergrabenen Schätzen den Tennenboden aufgewühlt hatten, anscheinend so wenig interessiert gewesen wie an dem stationären Petroleummotor, der von Rost überzogen vor dem Scheunentor stand. Das Wohnhaus dem Stall gegenüber hatte geringere Ausmaße als dieser, war aber noch weitgehend intakt. Es war, wie Fachleute mir später versicherten, etwa zu Bismarcks Zeiten auf seinen niedrigen Feldsteinsockel gesetzt worden, hatte Wände, die innen aus ungebrannten Lehmsteinen bestanden und außen einen Mantel aus Backsteinen hatten, deren mit Lehm gefüllte Fugen schon so ausgewaschen waren, dass sich an manchen Stellen die Steine mit bloßen Händen herauslösen ließen. Dem Dach, dessen First starke Neigung zum Einsinken zeigte, fehlten an einigen Stellen die Ziegel, sodass der eindringende Regen schon ein Loch in die Lehmdecke der Stube gespült hatte. Durch die niedrigen Fenster, deren Scheiben erstaunlicherweise noch ganz waren, konnte man auf den Dielen den so entstandenen Lehmberg sehen. Fenster und Türen waren verschlossen, die Einbrecher waren wohl durch die Kellerluke ins Haus gekommen, sie hatten Geschirr und Petroleumlampen zertrümmert und Schubladen und Schränke durchwühlt. Mit den Mittelflurhäusern der Bauer, wie man sie überall in den märkischen Dörfern findet, konnte sich dieses, das ich Wochen später besichtigen konnte, weder in Größe noch in Ausstattung messen. Es bot nur Raum für ein Wohnzimmer, eine Küche, eine Schlafstube und eine Speisekammer. Auf dem Dachboden, den man über eine steile Leiter erreichte, türmte sich das Gerümpel von zwei Generationen, unter dem neben Spinnradteilen und Butterfässern auch eine stabile Holzkiste, die einst im Transport von 2 Zentimeter Flakgranaten gedient hatte, zu finden war. Die schmale Küche mit backsteinernem Boden wurde zur Hälfte gefüllt mit zwei backsteinernen Herden, von denen einer für die Kochtöpfe, der andere für einen Waschkessel bestimmt war. Durch eine Falltür konnte man in einen Keller gelangen, der kunstvoll aus Feldsteinen gewölbt war. Unterkellert aber war nur die Küche, in den Wohnräumen lagen die von Mäusen zernagten Dielen direkt auf dem gelben Sand. Unter ihnen, wie auch in der Speisekammer, wo gestampfter Lehm die Dielen ersetzte, war nach Schätzen gegraben worden, und zwar nicht vergeblich, wie ich später erfuhr. Das kommt ein wunderbarer Satz. Der einzige Luxus dieses Hauses, der selbstverständlich weder Wasser- noch Stromanschluss hatte, bestand in einer in die Küche gelegten Handpumpe, die auch tatsächlich noch Wasser gab. Sie war die neueste Erwerbung im Hause. Vor ihrer Installierung hatte man das Wasser aus einem Ziehbrunnen schöpfen müssen, dessen aus Feldsteinen gemauerter Schacht in einiger Entfernung vom Hause noch aus dem Boden ragte. Er war bis in 1 Meter Tiefe mit Asche und Müll gefüllt. Was mich beim Blick durch die spinnwebverhangenen Fenster
am meisten reizte, das waren Briefe und Fotografien, die verstreut zwischen Dreck und Scherben am Boden lagen. Da ich mich wenig später mit meiner schriftlichen Anfrage zufällig an das tatsächlich Zuständige der 5 in der Nähe liegenden Dörfer wandte und der dortige Bürgermeister das herrenlose Gehöft im Walde schnell loswerden wollte, konnte ich es relativ schnell und billig erwerben und einige Monate später seine Inbesitznahme mit dem Sammeln und Säubern der Briefe, Schulhefte und Bilder beginnen. Ich erhoffte mir von ihnen Auskünfte über die Vorbewohner, doch war die Ausbeute gering. Mehr über sie war später im Dorf zu erfahren, besonders ausführlich vom Briefträger, der mir tagtäglich, und zwar bis zum buchstäblich letzten Tag seines Lebens, auf knatternden Moped Briefe und Zeitungen brachte und gern und ausführlich erzählte, wie es früher hier war. Da erst die Geschichten von gestern das heute verständlich machen, waren sie mir zum Heimischwerden nicht weniger als die Bewohnbarkeit des Hauses nötig. Doch zog sich diese trotz der tatkräftigen Hilfe, die mir durch freundliche Dorfbewohner zuteil wurde, des Mangels an Geld, Zeit, Handwerk und Baumaterialien wegen noch lange hin. Also in dieses Haus ist dann Günther de Bruijn eingezogen und wie Sie sehen, was wirklich staunenswert ist, wie jemand den reinsten Verfall beschreibt und sagt, aber da kann ich heimisch werden. Und ich finde es natürlich auch aufregend, diese Spannung, die ja lebensgeschichtlich geraten ist, zu sagen, ich möchte doch ein erfolgreicher Schriftsteller werden oder sein und will aber nicht dem Fluchtimpuls unmittelbar nachgeben, weil dann hätte ich die Bodenhaftung verloren. Das ist eine sehr nachdenkenswerte Überlegung. Ja, jetzt ist es 10:50. Ja, also wir haben jetzt eine Stunde gelesen. Ich weiß nicht, wie Ihre Aufmerksamkeit, ob noch Zu kleist würden Sie gerne. Ja. Gut, ja gerne, natürlich. Also ich. Es gibt einen kleinen Aufsatz. Ein Monument der Tyrannei heißt das. Und das ist wirklich, also schon sehr verblüffend, was er da herausgefunden hat. Ein Monument der Tyrannei. Aus Heinrich von Kleists jungen Jahren sind an Selbstzeugnissen nur 3 Briefe erhalten, an denen sich aber der Ablauf seines Soldatenlebens erkennen lässt. Im ersten Brief von 1793 von der Reise des 15-jährigen gefreiten Korporals, 15-jährigen, ja, zum Kriegsschauplatz am Rhein berichtet. Im zweiten erwähnt der Fähnrich 1795 das Ende der Kämpfe und die Heimführung der Truppen. Und im dritten und längsten erläutert der Leutnant, also Lieutenant, 1799 seinen Entschluss, den Abschied zu nehmen, weil er sich zum Studium berufen fühle. Der erste Brief von kindlicher Prahlerei, nicht frei, aber mit erstaunlichem Sinn für landschaftliche Schönheiten, ist in einem gewandten Deutsch geschrieben, das aber einige Fehler aufweist, die der märkischen Umgangssprache geschuldet sind. Er ist an eine Tante von Massow gerichtet, die Heinrich und seinen Geschwistern die Mutter ersetzte, die kurz vorher nur wenige Jahre vor dem Vater gestorben war. Von Massow war Leiter der Potsdamer Gärten, ein sehr bedeutender Mann, eine riesige Bibliothek angelegt hatte. Also vor Linné war der sozusagen der Mann, der die ganzen Schlösser verwaltet hat, die Gärten verwaltet hat. Es ist der Brief eines aufgeweckten, gut erzogenen Knaben, der der gnädigsten Tante von seinen Erlebnissen berichtet und manchmal auch nachplappert, was er von den Kameraden hört. Da werden von ihm die Franzosen als Räubergesindel, das jetzt allerwärts geklopft wird, bezeichnet. Das baldige Bombardement des belagerten Mainz wird erwartet und mit unterdrücktem Stolz heißt es, so ganz ohne Nutzen wird die Garde hier wohl nicht sein. Denn die Garde, die sich in König Friedrichs Kriegen in fast allen berühmten Schlachten bewährt hatte, war die Truppe, in die er vom Sommer 92 als 14-jähriger Gefreiter Korporal eingetreten war,
Es war das Potsdamer Infanterieregiment Nummer 15, eine Elitetruppe, dessen Chefs die Könige oder Kronprinzen waren und das im Unterschied zu anderen Truppenteilen kein Rekrutierungskanton hatte, sondern seinen Nachwuchs aus allen Infanterie- und Kavallerieregimenten bezog. Jährlich gaben diese Regimenter zwei ihrer schönsten und größten Rekruten an das Regiment Garde ab. Der zweite erhaltene Brief an die Schwester Ulrike gerichtet wurde im Februar 1795, also wenige Wochen vor dem Frieden von Basel geschrieben. Der nun schon 18-jährige Fähnrich gibt in ihm der Hoffnung nach dem baldigen Ende des in Preußen unpopulären Krieges Ausdruck. Und der Wortlaut seines Wunsches: Gebe uns der Himmel nur Frieden, um die Zeit, die wir hier so unmoralisch töten, mit menschenfreundlicheren Taten bezahlen zu können, zeigt schon den Einfluss der Aufklärung, die in den nächsten Jahren Kleists Haltung bestimmen sollte und im dritten der Jugendbriefe besonders deutlich wird. Dieser, also der dritte Brief im März 1799, lang wie eine theoretische Abhandlung und in Teilen auch mit einer solchen, die er unter dem Titel Aufsatz, den sicheren Weg des Glücks zu finden, Aufsatz, den sicheren Weg des Glücks zu finden, verfasst hatte, identisch ist an den Hauslehrer seiner Kindheit in Frankfurt-Oder, Christian Ernst Martini, gerichtet und begründet auf moraltheoretischen Umwegen, die Glück als Ergebnis von Tugend erklären wollen, seinen Entschluss, den Abschied zu nehmen und sich den Wissenschaften zu widmen. Dem Soldatenstand sei er nie von Herzen zugetan gewesen und nun habe er ihn zu hassen gelernt. Jetzt wieder Kleist. Die größten Wunder militärischer Disziplin, die der Gegenstand des Erstaunens aller Kenner waren, wurden der Gegenstand meiner herzlichsten Verachtung. Die Offiziere hielt ich für so viele Exerziermeister, die Soldaten für so viele Sklaven, und wenn das ganze Regiment seine Künste machte, schien es mir ein lebendiges Monument der Tyrannei. Dazu kam noch, dass ich den üblen Eindruck, den meine Lage auf meinen Charakter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Ich war oft gezwungen zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen. Und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar. In solchen Augenblicken musste natürlich der Wunsch in mir entstehen, einen Stand zu verlassen, welchen ich von zwei durchaus entgegengesetzten Prinzipien unaufhörlich gemartert wurde, immer zweifelhaft war, ob ich als Mensch oder als Offizier handeln musste, denn die Pflichten beider zu vereinen, halte ich bei dem jetzigen Zustande der Armeen für unmöglich. Sein Weg zu den Wissenschaften, heißt es dann weiter, sei für ihn schon vorgezeichnet, da er in den knapp 4 Potsdamer Garnisonsjahren schon mehr Student als Soldat gewesen sei. Kleist und einige seiner Freunde nämlich waren der organisierten Offiziersweiterbildung, die in dieser Zeit von Einsichtigen als notwendig erkannt wurde, zuvorgekommen und hatten die freie Zeit, die sie außerhalb der Exerzierwochen reichlich hatten, zur eigenen Bildung genutzt. Als Lehrer, der ihre Selbststudien der Philosophie, der Mathematik, des Griechischen und Lateinischen anleiten und kontrollieren sollte, wählten sie sich Heinrich Bauer, den jungen Konrektor der 1739 erbauten, heute noch vorhandenen großen Stadtschule in der Nauener Straße, der heutigen Friedrich-Ebert-Straße, also in der Hauptmagistralen von Potsdam, in der Bauer auch seine Dienstwohnung hatte. Er war von Friedrich Wilhelm III. Beauftragt worden, wissenschaftliche Vorträge für Offiziere zu halten. Und dabei hatten ihn wohl die wissensdurstigen Leutnants der Garde, die in der Gegend um die Nauener Straße und das holländische Viertel ihre Privatquartiere hatten, kennengelernt. Ist noch ein Schluck Wasser da? Entschuldigung. Ich bin immer durstig beim Vorlesen. Von den Freuden und Qualen, die ihm besonders die mathematischen Studien bereiteten, berichtet Kleist ausführlich in seinem langen Brief an Martine. Er erzählt aber auch von seinen Verwandten in Frankfurt, die mit Entsetzen auf seinen Schritt in eine unsichere Existenz reagierten. Und er verrät dem ehemaligen Lehrer auch seine Zukunftspläne, die nichts davon ahnen lassen, dass er in den ihm noch verbleibenden 11 Lebensjahren eines der bedeutendsten Dichtwerke deutscher Sprache hervorbringen wird.
Meine Absicht ist, schreibt er, das Studium der reinen Mathematik und reinen Logik selbst zu beendigen und mich in der lateinischen Sprache zu befestigen. Und diesem Zwecke bestimme ich einen jahrelangen, gemeint ist wohl einjährigen, Aufenthalt in Frankfurt. Alles, was ich dort hören möchte, ist ein Kollegium über literarische Enzyklopädie, etwa Lehre wissenschaftlicher Methoden. Sobald dieser Grund gelegt ist und um ihn zu legen, muss ich die benannten Wissenschaften durchaus selbst studieren, wünsche ich nach Göttingen zu gehen, Dankeschön, um mich dort der höheren Theologie, der Mathematik, Philosophie und Physik zu widmen, zu welch letzteren ich einen mir selbst unerklärlichen Hang habe, also zur Physik, obwohl in meiner früheren Jugend die Kultur des Sinnes für die Natur und ihre Erscheinungen durchaus vernachlässigt geblieben ist. Von Dichtung aber, oder auch nur von Interesse an ihr, steht in diesem schier endlosen Brief kein Wort. Es ist der Brief eines strebsamen, ganz von den Lehren der vernunftgläubigen Aufklärung erfüllten Schülers, der sich alles, auch das Glück, vom Wissenserwerb verspricht, sich selbst aber noch nicht kennt. Folglich vergisst er in seiner Bildungsbilanz zu erwähnen, dass wichtiger als Mathematik und Latein die Menschen für ihn waren, die er in den Potsdamer Jahren kennengelernt hatte. Das waren die Freunde, wie ein Rühle von Lilienstern und ein von Pfuhl aus Jahnsfelde, von denen ihm einige noch eine Strecke seines schwierigen Weges begleiten sollten, ein Fräulein Luise von Linkersdorf, in das er sich anscheinend erfolglos verliebt hatte, und vor allem eine 16 Jahre ältere Offiziersgattin, die zu seiner Vertrauten, später vielleicht auch Geliebten wurde und wohl als einzige der ihm nahestehenden Menschen bis zum letzten Tag seines kurzen Lebens zu ihm hielt. Ihn ganz zu verstehen war ihr wohl genauso wenig wie jedem anderen gegeben, aber sie ließ sich den Glauben an sein Genie auch durch alle seine Misserfolge nicht rauben und war in allen Wirrnissen seines Lebens zur Hilfe für ihn bereit. Marie von Kleist, geborene von Galtieri, hieß diese treueste seiner Freundinnen, und ihre Lebensspuren sind für uns ähnlich blass und lückenhaft wie die seinen, was ihren Absichten wohl entsprach. Der Ehrgeiz, als Geliebte eines Genies in der Nachwelt weiterzuleben, der ihrer Ansicht nach Kleist Todesgefährtin Henriette Vogel bewegte, war ihr fremd. Alle Briefe Kleists, die sie immer sorgsam aufbewahrt hatte, ließ sie nach ihrem Tode 1831 ungelesen verbrennen, weil sie doch nur für sie bestimmt waren. Nicht aber für die Welt. Das ist ein fundamentales Argument, das muss man sich immer vor Augen halten, wenn wir heute Briefliteratur lesen. Ja? So sind nur 14 Briefe an sie und diese fast sämtlich nur in unzuverlässigen und wahrscheinlich lückenhaften Abschriften auf uns gekommen, sodass der von ihr gewollte Eindruck entstehen konnte, es habe sich bei diesem Verhältnis um das einer mütterlichen Verwandten zu ihrem jungen Schüler und Schützling gehandelt, wobei aber schon der Begriff der Verwandtschaft fragwürdig ist. Zwar hat Marie von Kleist den Jüngeren immer, besonders auch dem König gegenüber, als ihren Vetter oder Cousin bezeichnet, aber das war auch im Sinne einer sehr entfernten Verwandtschaft nicht richtig, denn der Ast der weit verzweigten Kleist-Familie, dem ihr Gatte entstammte, hatte sich von dem der Dichtervorfahren schon Jahrhunderte vorher getrennt. Auch spricht eine Aufzeichnung über den Tod Heinrichs, die Marie im Alter verfasste, dagegen, dass nur mütterliche Gefühle sie damals bewegten. Ohne die Kinder, da bekennt da die Frau, deren Ehe kurz nach dem Tod Heinrichs geschieden wurde, hätte sie den Verlust des einzigen Freundes, der mich durch und durch kannte, nicht überleben können. Ich lebte still und eingezogen in meinem Zimmer. Das Lesen und Wiederlesen der letzten Briefe, geschrieben in den letzten Augenblicken seines Daseins, war eine Art Trost durch den heftigen Schmerz, den sie in mir verursachten.
Ich hoffte, kein Sterblicher könnte den überleben, und so nährte ich mich von diesen Briefen. Hätte er diese Frau, Henriette Vogel, geliebt, so war es nichts. Dass er aber mit derselben glühenden Leidenschaften für mich zu den Füßen einer anderen sich erschoss, davon hat die Menschheit noch kein Beispiel. Dass seine letzten Worte, seine letzten Gedanken nur mir waren, mit derselben Glut wie in der ersten Zeit seiner Liebe, das geht über allen menschlichen Begriff. Diese Glut, die er nur fühlen und ausdrücken konnte. Was ist alles Liebe der Sterblichen hier auf Erden? Was sind alle Romane, alle Gedichte im Vergleich mit seiner Liebe und seinen Briefen? Solch ein Feuer konnte nur in seiner Seele, in seinem Herzen, in seinem Busen lodern. Aber eben daher musste ich sie verbrennen. Solche Briefe können nur für einen Gegenstand geschrieben sein. Sie sind das Heiligste im Menschen, so spricht er sich nicht zweimal im Leben aus. Und so kann sich auch keiner wieder aussprechen, weil keiner so empfinden, so fühlen kann wie dieser unbegreifliche Sterbliche. Eine Poesie wie die in seinem Brief hat noch nie existiert, so wie nie eine solche Liebe geschöpft aus allen Dichtern und Dichtungen der Vorwelt. Was Marie von Kleist hier rückblickend als die erste Zeit seiner Liebe bezeichnet, meint wahrscheinlich nicht seine Potsdamer Leutnantsjahre, als sie, die später von ihrem Mann getrennt lebte, noch mit ihm und den Kindern zusammen in der Brandenburger Straße wohnte und oft Gäste hatte, sondern seine letzte Lebenszeit in Berlin. Aber in Potsdam, als er etwa 20 und sie 36 war, lernte er sie kennen und durch sie wurde er auch mit anderen wichtigen Leuten, wie mit dem kritischen und schreibfreudigen Obristen von Massenbach, ihrem Schwager, und mit ihrem Bruder, dem Flügeladjutanten Friedrich Wilhelms III. Und späteren Diplomaten Peter von Galtieri, bekannt. Bedeutsam an dieser sehr gebildeten, empfindsamen und frommen Frau, aber war vor allem ihre Beziehung zur Königin Luise, die Freundschaft zu nennen, sicher nicht übertrieben ist. Kennengelernt hatte Luise, die etwa Kleists Alter hatte, die ältere Freundin schon als Kronprinzessin, da Maries Mann Offizier im Regiment Kronprinz gewesen war. Sie hatte Konzerte im Kleistischen Hause besucht. Kleist spielt ja Klarinette, wie wir wissen, und war Patin eines Sohnes der Freundin geworden. Immer wenn Luise in Potsdam war, verbrachten die beiden einige Stunden allein miteinander. Marie war es wahrscheinlich, die Luise auf Jean-Paul aufmerksam machte. Sie wird es wohl arrangiert haben, dass Kleist der Königin an ihrem letzten Geburtstag sein Gedicht auf sie überreichen konnte. Doch diente sie der Königin nicht nur als Ratgeberin in Fragen der Literatur. In ihr hatte Luise einen Menschen gefunden, der ihre Empfindsamkeit teilte. Wie angenehm ist es, eine Freundin zu haben, heißt es 1803 in dem Brief Luises an Marie, die die Sprache des Herzens begreift und die alle meine Gedanken versteht. Selbst die leichtesten Regungen werden aufgenommen und verstanden. Kurzum, ich bin überzeugt, dass sie mir eine Seelenverwandte. Und jetzt übersetzt sie sich selbst, ma sympathique sind. Ihr gegenüber fallen in den Briefen der Königin auch offene Worte über ihre Hofdame, über die Gräfin Moltke, die spätere Frau von der Marwitz zum Beispiel, die zum Ärger Luises den Verstand angeblich über das Gefühl stellte, während die Königin von sich selbst bekannte, möge Gott mich davor bewahren, meinen Geist zu pflegen und mein Herz zu vernachlässigen. Durch seine Beziehung zu Marie von Kleist, über die später an eine jährliche Unterstützung gelangte, die angeblich von der Königin kam, wahrscheinlich aber von ihr selbst gezahlt wurde, hätte der junge Kleist, als er bei seinem Entschluss, das Militär zu verlassen, auf Konnexionen bei Hofe nach seinem Studium durchaus rechnen können. Aber glaubt man dem Brief an seinen ehemaligen Lehrer Martini vom März 1799, so hätte er sich der Ausnutzung solcher Beziehungen damals geschämt.
Er, der nach den damaligen Gesetzen noch Minderjährige, wollte gegen den Widerstand der Familie sein Schicksal selbst bestimmen, nahm also seinen Abschied, der vom König auch bewilligt wurde, allerdings unter der Bedingung, die er mit dem folgenden Revers bestätigen musste. Nachdem seine königliche Majestät von Preußen mir Endes unterschriebenen, den aus freier Entschließung und aus eigenem Antriebe, um meine Studia zu vollenden, aller untertänigst nachgesuchten Abschied aus höchstero Kriegsdiensten in Gnaden bewilliget, so reversiere ich mich hierdurch auf höchstero ausdrücklichen Befehl, dass ich weder ohne dero allerhöchsten Konsens jemals in auswärtige Krieges- oder Zivildienste treten, noch in höchstero Staaten wiederum in königliche Kriegsdienste aufgenommen zu werden, anhalten will, dagegen ich mir vorbehalte, nach Absolvierung meiner Studia seiner Majestät dem Könige und dem Vaterlande im Zivilstande zu dienen. Punkt. Diesen wohlüberdachten Revers habe ich eigenhändig unterschrieben, so geschehen Frankfurt an der Oder, den 17. April 1799. Heinrich von Kleist, Vormas Lieutenant im Regiment Garde oder Regiment Garde. Ein Jahr später hatten sich die Zukunftspläne des inzwischen schon 23-Jährigen wieder geändert. In einem der langen Briefe an seine Verlobte, die er nie heiraten sollte, ist zwischen 1000 Belehrungen, die die Gefühle der Adressatin sicher haben erkalten lassen, auch zu lesen, dass er sich nun für das schriftstellerische Fach bilde. Schon habe er sich ein kleines Ideenmagazin angelegt. Ja, sehr zu empfehlen. Ja, ich danke Ihnen.